Ja, servus beieinander. Es gibt doch genau drei Themen, mit denen ich gerne befasse und euch mitteile. Das war das Wetter, das waren Fußball und dann die schönen Mädel, die bei uns in München tausendweise umeinander springen und jetzt im Frühling eigentlich immer wollender umeinander huschen. Fangen wir mit dem Wetter an. Es ist nicht zu glauben, obwohl im Kalender Frühling drinsteht, das Frühjahr soll blühen, die Sprossen sollen und so weiter. Und die Mädel, kurze Reckerl, Pfeiferdegel, 0 Grad haben wir heute gehabt den ganzen Tag. Leichte Sonneneinwirkung, aber ab morgen Regen, Schnee, Graupelschauer, nächste Woche dunkel, düster, kreislich. Aber ich kann euch garantieren und versprechen, der nächste Frühling kommt bestimmt. Und wenn es halt nur ein bisschen länger dauert, scheißegal, kommen wir, tut auf alle Fälle und dann hockt man wieder am chinesischen Turm und dringend am Assal und die Mädel rennen vorbei, wohlgeformt, ohne Bürstenhalter, mit einem kurzen Regel und mir können vor lauter Geilheit gar nicht mehr gescheit dringen, wenn wir die Mädel noch affen, ui, wird die schön. Und schon wenn ich von den schönen Mädel rede, kommt die Sonne raus und bejaht mein wunderbares Dasein. Und sollte jetzt irgendwie ein bisschen was schäbern, das ist das Telefon vom Kameramann, weil der das nicht abgestellt hat, aber scheißegal, so wichtig wird das nicht sein. Und jetzt kommt dazu, dass wir dann über Fußball reden. Und da gibt es genau zwei Themen für mich. Einmal die Münchner Löwen und die sind lässig und gut drauf. Und dann die Fußball-DFB-Mannschaft. Ja, ja, nicht Bayern, der DFB. Die haben gestern gespielt. Irgendwie ist ein Krachelspiel am Kunstrasen. 3-0 gewonnen ohne Mittelstürmer. Ich sag's euch gleich, der Löw geht mir so auf den Sack. Den Hund, wenn ich reden her, kann der mal in die Oberhand, weil ich ihn einfach nicht mag. Nicht, weil er ein Schwab ist. Das war mir wurscht, wo er herkommt. Aber weil er halt so einen blöden Spruch drauf hat. Und dann spielt er jetzt auf einmal ohne Mittelstürmer. Als wir, wenn er das Fußball erfunden hätte. Gut, gegen so eine 150. an der 150. Stelle befindlichen Mannschaft, da kann ja jeder Trottel rein gewinnen. Aber ich sag's dir gleich, Löb, mach dein Maul nicht so weit auf, weil gewonnen, wenn ich ehrlich bin, hast du noch gar nichts. Ein paar Spiele vielleicht, aber du hast noch keinen Titel, noch kein EM, kein WM, eigentlich noch gar nichts. Und wenn du so weiter fußballerfinderisch umeinander tust, wärst auch du nie was gewinnen. Und mit dem Stil, mit Umgang mit den Menschen, musst du auch noch ein bisschen was lernen. Gell? Das sagt jetzt ich jetzt als Älterer. Und jetzt kommen wir dann zu den Münchner Löwen. Da ist natürlich die zweite Mannschaft lobend zu erwähnen. Ja, nicht die erste, leider verschenken die einen Punkt um den anderen. Aber die zweite Mannschaft ist jetzt punktgleich mit dem Tabellenführer. Und in einer oder zwei Stunden spielen die gegen Würzburg. Da drücke ich ganz fest die Daumen, weil es gab nichts Geileres, wie mit der zweiten Mannschaft in die dritte Liga aufsteigen. Interessante Gegner, Grünwalder Stadion, hallo der Herr, frisch renoviert. Und dann könnten wir mit 10.000 Zuschauern wohl geformte, gut drauf wie SSK-Fans im Grünwalder Stadion wieder ein paar Mal nach dort zu schäbern. Und da haben wir jetzt das nächste Thema: Sitze in der Stehhalle. Bayern sagen auf keinen Fall blaue Sitze und die Löwen sagen auf keinen Fall rote Sitze. Also ich darf vorschlagen, wir lassen Giersing entscheiden. Wir machen eine Umfrage, also einen Volksentscheid in Giersing und dann kann ich garantieren, 95% der Giersinger sagen, wir brauchen blaue Sitze. Also Mehrheit siegt, machen wir blaue Sitze und wenn dann Bayern drin spielt mit der Damenmannschaft, ja, mit der Damenmannschaft, mit der Jugendmannschaft und mit der zweiten Mannschaft, die ja in der vierten Liga bleiben, weil wir aufsteigen, dann gehen wir so einen roten Überzug drüber. Kurzfristig, den wollen wir dann gleich wieder runterdehren und in die Gummischütze, gehen wir dann die Windel leibern, weil wenn Bayern verlieren, vor allem gegen die Löwen dann, dann werden sie dann in die Hosen scheißen und dann können wir das gleich weg da auf einen Wisch. Das war's schon wieder. Kurz und bündig, ich darf euch jetzt ganz gern ein paar nette Mädchen vorstellen, aber am Samstag Vormittag in Schwabing, da sind lauter Leute, die einkaufen oder Zigarren rauchen, die Monster unterwegs oder wenn sie mit einem depperten Gucken mit Bildern umeinander fahren, schaut sie mal die auf. Hängen die auf so einem X-Rad rum oder wie das heißt, völlig wurscht und fahren da durch die Gegend rum. Anstatt dass sie Mädel aufreißen und dann sauber herfegeln. Jawohl! Der Vorschlag von mir: Wir haben quasi keine Mädel da, leider mangelns Bedarf, aber so schau her. München ist zufrieden, völlig zufrieden sind wir. Alle miteinander. Johe, joho. Das war's schon wieder. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und da kann ich euch garantieren, wenn der Frühling bei mir am Standl einkehrt, sind mit Garantie die fäschersten, die schönsten und die wollendsten Mädeln unterwegs. Und ich schnapp's wieder und schlag wieder zu. Jawohl, guten Morgen, Madame. Jawohl, genau. Winterdepression überall. Wird euch gut. Juhu. Jawohl.